Von draus vom Walde komme ich her, zeigt mir eure Bases her. Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Gartot, meinem Clan True Warriors. Und damit auch nochmal herzlich willkommen zur 22. Besuchsfolge mit mir und mit meinen Lese- und mit meinen Leerzeichen. Wir legen auch sofort los. Ihr wisst, diese Folgen sind immer besonders lang und ich freue mich auf den Red Killer, der heute den Start macht hier vom Clan Underworld. Er ist dort Leader und wir sehen ein gutes Rathaus 9, würde ich mal sagen. Ich denke mal, im ersten Blick Truppen und Zauber, da gibt es nichts mehr zu tun. Das ist natürlich wirklich super. Und ja, ich habe es mir gedacht, auch die Base ist richtig stark. Sie ist nämlich ja fast durch, ein paar Mauern noch. Aber aufgrund der Heldentatsache, dass die Base ja viel, viel eher fertig ist im Rathaus 9 Bereich, hast du natürlich enorm viel Zeit noch für Mauern und für deine Helden. Aber schöne Base, denke ich mal. Und schön durchgemaxt vor allen Dingen. Natürlich meine Rumreiterei wieder, die Luftabwehren werden schön geschützt von den Magiertürmen, super umgesetzt hier, oder aber von den X-Bogen hier, die stehen auf Bodenluft, das ist auch super. Ich denke mal, der Red Killer hier vom Clan Underworld ist auch mit sich zufrieden. Er ist zurzeit in Champion 1 Donnerwetter und war auch schon mal ein bisschen weiter. Ich denke mal, vielleicht ist er noch am Pushen oder ein kleines Stück jetzt runtergegangen aufgrund des Updates, wo man ja doch ein bisschen, weiß nicht, ob die 10er, 9er was reinfahren können für irgendwelche Updates, aber ich glaube, es war ja nicht so, er pumpt hier auch nicht, die Bohrer sind rappelvoll. Das heißt jetzt vor allen Dingen, nach dem Update geht hier natürlich einiges mit Schub, denke ich mal, und ein schönes Dorf hier vom Red Killer. Dann habe ich die nächste hier drin. Irgendwie hat meine Zwischenablage heute so ein bisschen rumgesponnen. Natürlich nicht mit den Leerzeichen, die sind dann natürlich immer drin. Aber wir haben hier einen RH10er, der war schon mal bei mir in der Folge, der 2612. Und so stark hat sich seine Base, muss ich sagen, nicht verändert. Er hat zwar geschrieben, hey, ich bin jetzt RH10. Ja, 2612, das weiß ich, weil ich schon mal geguckt habe, als das Ding noch im Bau war. Aber so wirklich viel hast du natürlich nicht getan. Sind wir mal ehrlich, hier klopfst du noch die nächste Kanone hoch. Und dann gab es ja noch auf Rathaus 10 genau den Bogenschützenturm. Und es gab, glaube ich, noch eine Defense, aber die baust du schon nicht. Also hast du hier noch deine RH9 Base. Ich glaube, ein paar Mauern hast du hier jetzt noch mit reingebracht irgendwo. Also Status ist hier nach wie vor unverändert. Ich glaube, auch die Helden haben sich nicht großartig verändert. Und deswegen halte ich mich leider nicht ganz so lange bei dir auf. Ich hoffe, du siehst mir das nach. Und wir springen hier zum Nico 1, auch ein Rathaus 9er. 9er heute wieder sehr stark mit 25er King, 27er Queen. Zauber nichts mehr zu machen, sehe ich gerade. 666442 Truppen auch nicht. Ich denke, wir sehen auch hier eine starke Base. Ja, wie ich es erwartet habe, auch hier eine Full Maxed Out RH9er Base. Und auch hier die Bohrer rappelvoll oder fast voll. Ich pumpe im Moment mit den Bohrern. Ich booste sie in der Update-Phase, zumindest in meinen RH9, 9er Dörfern. Und denn gerade für Helden, für zwei Gems hier zwei Bohrer boosten, das kann man sich jeden Tag, 7 Tage, glaube ich, ruhig antun. Und auch hier sind die Luftabwehren relativ gut geschützt, wenn nicht von den Magertürmen, dann von den X-Bogen. Macht er ja also auch gut und ich denke mal, da wo er jetzt ist, wir schauen mal, er hat auch schon mal ein paar Mal gedefft, vielleicht auch gedroppt, aber ich denke mal, auch der Nico 1 hier wird mit seinem Account mehr als zufrieden sein. Sieht wirklich gut aus hier. Ich glaube, das Dorf ist auch schnell mal einen Screenshot machen. Klick, klick. Vielen Dank. Super, dass deine Queen auch hochgeht. Und ich denke mal, die wird jetzt erstmal auf 30 gehen. Super Sache hier vom Clan Funny Dragons. Schöner Name übrigens. Wir haben den Ralf TV. Immer 100%. Das ist mal eine Ansage, Ralf, muss ich mal so sagen. Und er ist ein Rathaus 10er, der noch so ein bisschen was rumforschen kann, aber auch nicht mehr so viel. Ich sehe hier noch so den einen oder anderen Zauber, der hochgehen kann. Drachen kann noch ein Level vertragen, Pekka noch zwei Level auch noch der Tunnler, also der Buddler hier. Und wir gucken uns mal die Base an. Oh, das ist eine schöne Base, ich denke mal. Aufgrund der Tatsache, dass die jetzt erst auf Level 2 und 3 gehen, beziehungsweise jetzt auf 3, warst du etwas länger ein
9,5 hast dich jetzt erst dazu entschieden. Das sieht man auch hier. Geht die Kanone hoch, die neue. Hier geht der dritte X-Bogen jetzt erst hoch. Also ich denke mal, du warst länger ein Rathaus 9,5 und hast dich jetzt doch dazu entschieden. Vermutlich, weil du mein Genöll auch nicht mehr hören kannst. Nein, stimmt natürlich nicht. Jetzt doch auf Rathaus oder ein richtiger Rathaus-Zehner zu werden, finde ich gut hier. Ich glaube, das wird dir auch helfen. Hier unten hast du sicherlich schon ein paar Mal gedefft. Erst 25 Mal. Klar, hier unten gibt es auch immer wieder viele Drops. Aber ich denke, die Base ist auch gut hier. Hier wird auch alles, hier schützt sich vieles gegenseitig, muss man sagen. Und das finde ich besonders gut. Ich habe übrigens die Doppelkanone auch immer als Doppelkanone schön außen stehen und habe auch zusätzlich den einen Bogenschützenturm. Der muss hier noch hochgehen, okay. Auch auf Bodenluft stehen. Ja, ob er jetzt, ob das hilft, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, die Base hier sieht wirklich klasse aus. Mauern hat er auch noch ein bisschen zu machen. Das passt auch von der Zeit. Also er kann immer ein bisschen was ausgeben. Der King geht hier auf seine nächste Reise. Queen ist nämlich schon durch. Super gemacht hier, Ralf, würde ich sagen. Und ich denke, du bist zufrieden mit immer 100%. Da bin ich ja mal gespannt, ob der Ralf immer 100% macht. Das wäre ja auch witzig. Wir gehen weiter zum Tobi von den Wied Einhörnern. Der war schon mal abgefarmt hier. Zumindest zeigt meine Excel-Tabelle das an, denn er ist rot markiert. Das heißt, er war schon mal dran. Aber wir sehen hier heute eine stabile Base, die, denke ich mal, relativ stark ist hier. Ah doch, da ist der Bauarbeiter zur Queen. Man sieht ihn mal gerade so. Ja. Schönes Ding hier, die geht auf 30. Okay, da kann man mit leben. Und auch der King geht hoch. Donnerwetter. Also er farmt hier wirklich im Moment nur mit den Tunnlern, ist auch stark am Boosten hier. Und ich denke mal, die Base ist auch, sie ist maxed out, würde ich sagen. Da gibt es nichts mehr zu tun hier außer Mauern und Helden. Obwohl, ja doch, hier gehen noch die Luftabwehren hoch. Okay, das ist aber auch nur noch, so wie ich das sehe, die müssen alle noch einen hoch. Okay, ja, ist aber nicht so tragisch. Da hat er sich erst für die Bogenschützentürme entschieden. Habe ich ja mal gesagt, ist für mich die beste Defense hier, wenn man die auf, die gehen auch noch ein Level hoch, wenn man die vorher macht, denn die machen weitaus mehr DPS als jede andere, glaube ich, Einheit hier mehr. Und schönes Dorf hier in Kristall 1, hat er auch erst 35 Mal gedefft. Schönes Ding hier von dir, Tobi, jetzt bist du dabei gewesen, jetzt kann ich ein gezeigt an deinen Namen machen, super Sache. Freut mich auf jeden Fall, dass ich so viele tolle Dörfer hier sehe. Und auch vom Knusperkeks, vom Clan Zeitsprung, er ist Co-Leader und so wie ich das eben gesehen habe, ist er auch nicht abgefahren. Wunderbar, schönes R8er-Dorf hier. Ich denke mal, aufgrund der Tatsache, dass der King erst auf 5 ist und hier noch Def nachgebaut werden muss, ist er noch nicht so lange, Rathaus 8. Aber er hat auf jeden Fall, glaube ich, 7 super durchgemaxt. Das sehe ich so ein bisschen an den Mauern und auch an den Defense-Gebäuden hier. Die sind alle schön auf 8 hier. Das ist Rathaus 7-Status. Die sind auf 8, jawohl. Und die sind schon einen höher gegangen. Super, da macht er schon den nächsten. Also wirklich nicht schlecht. Aber die Luftabwehren, ich würde tatsächlich nach wie vor im R8-Bereich die Luftabwehren als erstes hochklopfen. Denn du wirst im Clankrieg mit Drachen angegriffen, wenn du den Clankrieg spielst. 68 Sterne ist nicht gerade 4. Da kann man sicherlich ein bisschen was machen, aber über die Truppen muss ich nicht sagen, das ist super gemacht. Ich denke, im Labor läuft der Drache auf 3. Packer hat er sich schon freigeschaltet. Läuft das Labor auch? Jawohl, da hinten ist es. Super Sache hier, glaube ich, vom Knusperkeks. Und er ist, denke ich mal, auch zufrieden. Hier 81 Angriffe, also schönes aktives Dorf hier. Das freut mich wirklich. Und wir haben den nächsten hier. Oh, das wird wieder langatmig heute für euch. Natürlich wieder mit einem typischen Leerzeichen von mir. Es ist der blaue Drache vom Clan Supremos. Okay, Trademark. Er ist ältester dort, hat 93 gewonnene Sterne und ist auch ein Rathaus 8. Und auch so wie ich das hier sehe, auf dem, das ist ja immer nur eine Momentaufnahme von mir. Erster Blick, auch noch nicht so lange Rathaus 8. Golem gerade so freigeschaltet. Zweite Zauberschüssel noch nicht da, also der Erdbebenzauber kommt hier jetzt noch zu. Drachen noch auf 2, ich denke mal, das wird so ähnlich sein wie bei seinem Vorgänger. Ja, das ist auch so. Hier hätte natürlich ein bisschen mehr vielleicht an den Mauern gehen können, aber gut, die kann man in diesen Bereichen hier noch relativ fix nachmachen. Hier sehen wir aber schon die ersten Defense-Gebäude auf Rathaus 9 Status, die kann noch einen hochgehen. Und der Rest hier ist schon relativ hoch. King geht auf 7, jawohl, den... Kleiner Tipp, mach den erst auf 10, dann brauchst du den nicht mehr machen. Dann kannst du das ganze Dunkle nachher in die dunklen Truppen stecken, vor allen Dingen in den Golem, der jetzt mehr Trefferpunkte bekommen hat, in die Hogrider, in die Valkyren und dann
spiele einfach ein bisschen mehr CK. Aber so, was ich hier sehe, glaube ich, das ist super. Tolles R8 hier, also mag ich ja, ihr wisst das, R8, R9 sind meine Dörfer, die ich wirklich, wirklich sehr, sehr gerne mag. Hier nimmt er schon die nächste Kaserne auf Päcker-Status, also auch hier ist schon eine. Also auch das macht er richtig. Auch guck mal, und hier geht auch die Zauberschüssel. Wunderbar, haben wir nicht übersehen. Beforscht wird ja auch, super aktives Dorf hier. Und wir gehen mal in die erste Pause, die kommt nämlich heute mal von mir. Ja, auch für mich gibt es ab und zu mal den Clash of Clans Gott, ich mal fast gesagt. Und ihr seht das hier, ich habe noch Alt-Event-Truppen am Start. Okay, der Golem, der passt jetzt überhaupt nicht dazu, aber beiden denken hier schon mal die Mauer. Und ihr seht das hier, 924.000 vom Gold, 912.000 Elex und 5.153 vom Dunklen. Das konnte ich mir natürlich nicht gehen lassen. Das war quasi noch Drop vorm Update, also das Video habe ich noch vorm Update aufgenommen und wollen uns einfach heute mal eine Pause versuchen. Ich denke, das kann ich euch nicht vorenthalten. Der Lot hier ist und sicherlich relativ nett. Ich hatte hier zwar eine kleine suboptimale Armee am Start, wollte eigentlich mit meiner Queen der Luftabwehr schaffen, aber ich glaube, das ist gar nicht gelungen, denn die Base ist ja letztendlich sehr aktiv. X-Bögen sind noch voll aufgeladen, ballern ja auch noch. Und also ich glaube nicht, dass es ein so sehr inaktives Dorf ist, aber in dieser Liga hier oder in der Saison noch gar nichts gemacht. Und kommen dann hier ganz unverblümt mit den Loons rein. Lakis da so ein bisschen hintergesetzt, die pfeifen mir zwar so ein bisschen ab, aber unterstützt mit Allzaubern. Und Queen ist mir da hinten auch egal in der Mitte. Geht das hier auf jeden Fall voll durch diese Base durch. Aber am Ende, jetzt muss ich, glaube ich, setzen. Da ist noch mein King und... Also auch die sind echt fett durch. Dem kann man nicht einfach sagen. Eigentlich meine Queen. Ach, da hinten. Und den musste ich einfach mitnehmen. Den konnte ich hier nicht stehen lassen, obwohl ich keine Pokale machen wollte. Aber manchmal, das wisst ihr selber, da willst du keine Pokale machen. Aber wenn es sich anders anbietet, also dann ist hier. Die nimmst du dann einfach mal mit und dann nimmst du auch die Pokale mit. Dann gibt halt mal ein bisschen auf. Brauchst du wieder 3-4 Angriffe, um dazu kommen, entweder droppst du die oder du verlierst halt ganz klassisch extra, sage ich mal, brichst halt vor den 50 ab. Aber ich denke, hier konnte ich nirgendwo abbrechen und schönes Pausending hier, denke ich mal, Bauhütte noch und hatte ich irgendwas vergessen? Nee, hatte nichts vergessen, 100% hier, also fast eine Mille von jedem, mit so ein bisschen kleinen Bonus hier aus, Kristall 1, war das für mich ganz in Ordnung. Ja, auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn und wir sind hier gleich wieder weiter. Das sind jetzt Nachzügler hier vom letzten Mal, die letztes Mal abgefahren waren. Nämlich der Adelbert, ein Rathaus 11er hier. Ich gehe mal ganz, ganz schnell rein, bevor er wieder abgefahren ist. Ist aber diesmal nicht. Und wir sehen auch hier ein, ja, ich würde sagen, starkes RH11, was auf jeden Fall, ja, ich hätte mal fast gesagt, zumindest von der Dev RH10 maxed war. Mauern werden ja überbewertet, aber er hat sich immerhin Mühe gegeben und hat ein paar gebaut. Das ist schon mal nicht schlecht. Vom Clan Kriegsaulis hier. Die Infernos gehen jetzt schon bei ihm hoch. Okay, da habe ich mich ja ein bisschen anders entschieden, meine ganzen Sachen durchzuleveln. Vor allen Dingen jetzt nach dem Update. Ihr hört das hier vor allen Dingen. Ich drehe ja echt sehr, sehr spät die letzten hier auch ab. Und weil ich ja immer wieder zwischendurch gucke, ist einer abgefarmt? Ja, nein, aber es sind immer noch welche abgefarmt. Die nehmen wir aber mal zum Schluss, denn ich mache tatsächlich jetzt hier erstmal in voller Prio die Armeelage, aber ich denke, er ist zufrieden hier mit dem Account, hat den Adler auch schon auf 2 und hat hier auch, jetzt muss ich mal gucken, ob die, kann ich das beurteilen? Ja, er hat auch schon 2, also auch die ist schon im Vollen, die ist auch schon voll ausgebaut, kann also einen ganzen Zauber mitnehmen und ich denke mal hier unten, wird er 73 Mal nicht gedefft haben, sondern eher viele Drops gehabt haben jetzt in der laufenden Saison. Hat die Bowler auch schon auf 3, also so ähnlich angefangen wie ich auch. Ja, ich denke, da kannst du zufrieden sein und da bist du so relativ mit mir auf einer Höhe. Also ich habe mir ein bisschen mehr Mühe mit den Mauern gegeben, weil ich mir natürlich auch einfach einen Bob freigelassen habe. Das macht ja auch nicht jeder. Aber ich habe jetzt mittlerweile schon 10 Mauern auf Level 12, weil es sich einfach so ergeben hat, muss ich sagen. Und aber ich denke, er ist zufrieden hier mit dem Dorf und mit seinem Account auch. Hat auch ja 670 Sterne, das ist in Ordnung. Und damit habe ich dich mal drin gehabt, Adelbert. Schön, dass es geklappt hat. Ich glaube, es ist der Uli. Genau weiß ich ja manchmal nicht.
oder Uli heißt er, glaube ich. Den haben wir letztes Mal auch nicht gehabt. Das ist der Shikwari, den ich noch so gerufen habe. Bitte bau dein Dorf auf. Mit 1244 Sternen ist er natürlich richtig gut bei der Sache. Hier vom Clan Gnadenlos Trademark. Er ist ältester und er ist heute nicht abgefahren. Wunderbar, ich habe es natürlich gewusst. Sonst wäre er wieder rausgeflogen, aber das ist ja ein bisschen doof. Ich gucke schon öfter mal rein. Gerade bei denen, die ja hier ein abgefarmtes Fleck haben. Und wir sehen hier natürlich ein Maxout Rathauself. Der jetzt, denke ich mal, jetzt gucken wir mal. Hier hinten ist ein Bob um das Lager rum. Ja, hier geht auf jeden Fall was. Und er hat schon, oh, und hier auch, alles klar. Okay, da hast du jetzt die nächsten zwei Wochen ja ein bisschen Wartezeit hier. Und aber der Rest ist natürlich fully Max hier, da gibt es nichts zu nölen. Und da er immer noch in Legende ist und mit den Wolken hier kämpft, Respekt an dich hier. Wirst du sicherlich auch mal, ja, dreimal gedefft haben. Das ist ja, diese Zahlen, finde ich, im oberen Bereich sprechen gar nichts aus, weil du ja wirklich relativ wenig Angriffe machst, wirst dann wieder einmal angegriffen, entweder deffst du oder du verlierst hart, hast dann ja langes Schild. Das nutzt man dann ganz, ganz stark aus. Und was mir aber gleich auffällt, die Inferno-Frage, Single Inferno. Und der andere ist Single Inferno, ja. Man vertraut hier auf die Single Infernos. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, aber ich denke, du hast dich entschieden, dass du ein gutes Dorf hier hast. Also wunderbar hier. Und endlich kann ich dich auch als angezeigt hier bei mir flaggen. Ich habe dich aber, glaube ich, sowieso in der Friendslist bei mir. Das heißt, ich habe dich sowieso im Blick. So, da haben wir die nächste Tech mit, natürlich mit Leerzeichen. Es ist der Solux Fire. Der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo er sich hier beworben hat, noch nicht in Two Warriors 2 war. Ist er jetzt aber 90 Sterne gewonnen. Er ist ein Rathaus 8. Und boah, ich denke mal, hat immer ganz brav meine Folgen geguckt. Außer, dass er den Erdbeben vor den Gift gemacht hat. Das hätte ich natürlich nicht gemacht. Aber der Rest sieht hier eigentlich ganz gut aus. Zweier Golem schon. Der ist sicherlich als erstes hochgegangen. Hier wunderbar den Feuerfresser, so nenne ich ihn ja gerne, schon mal auf 2 zu bringen. Und cooles Dorf hier. Hier pumpt richtig alles. Der King geht auf seine letzte Reise erstmal für Rathaus 9, das ist super. Und ja, ich weiß nicht, ob so eine Base hier großartig deft. Na, 2 Stück nur gewonnen. Wenn du es Elex erstmal nicht brauchst, stellst du einfach an den Rand. Dann können sich die Leute das schön abholen. Das freut jeden Clasher. Und aber sonst sieht das hier gut aus. Armeelager im Moment mit Drachen unterwegs, vermutlich wegen dem Clankrieg, dem Laufenden. Aber ich denke, das sieht ganz gut aus hier. Und er ist zufrieden. Ist ja auch schon relativ weit hier auch mit der Defense hier. 6-6. Ja, das ist eigentlich in Ordnung. Die gehen auch nicht höher. Die Def ist schon gut durch. Hier Mauern hast du jetzt noch richtig schön was zu tun hier. Schön mit Gold. Sieht gut aus hier, denke ich mal. Und du kannst zufrieden sein hier mit dem Dorf. Solux Fire. Wir haben hier den nächsten. Natürlich, das ist auch ein Fluch in meinen Folgen hier, dieses Leerzeichen. Es ist der Konst 1509. Ich kenne den Konst 1509. Denn mit dem war ich in einem anderen Clan, nämlich in einem Clan Borealis mit meinem Avatar, mit meinem Donnerbengel-Account. Daher kenne ich ihn und ich kenne natürlich auch den Clan Ehrensache, die schon mal ehrensachig gegen uns gekämpft haben. Und er ist mittlerweile auch ein, ich kenne ihn gar nicht als Rathaus 10, aber ich kenne ihn nämlich nur als Rathaus 9, also so lange ist das schon her. Und ihr seht das hier, hier geht natürlich auch noch ein bisschen was an der Def. Aber er hat hier auch, glaube ich, alles exakt so gemacht, wie ich es gemacht habe. Erstmal Helden hochziehen. Helden auf 40, super Sache. Super Heldenpärchen hier und er ist im Moment in Gold 3 am Fahren. Oh. Und ist dort sicherlich zufrieden mit seiner Base. Ich denke mal, die 21 Devs hier sind oftmals auch Drops in der Liga, aber das Dorf sieht hier ganz gut aus. Hier geht natürlich noch einiges. Magiertürme können noch mal hochgehen, schützen aber schön die Luftabwehren hier und auch die Bogenschützentürme unterstützen das. Allerdings, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja, die X-Bögen sind schon durch hier. Der ist auf 4. Wo sind denn eigentlich die anderen? Ah, die sind hier immer so in den Ecken versteckt. Okay, da und da. Also die sind auch durch. Kanonen gehen hoch. Ja, ich denke mal, der Konst kann hier mit seinem Account zufrieden sein. Und cool, dass ich mal einen reinbekommen habe, den ich eigentlich schon gekannt habe. Wir haben hier den Leerzeichen. Wir haben den Markus. Ich nenne ihn einfach mal Markus, weil das XX Markus XX vom Clan Elite War.
Clan Level 1 und es ist ein Rathaus 9. Drachen auf 4, okay. Das lässt er ahnen, dass er noch nicht so lange 9 ist, aber das Dorf ist natürlich schon ziemlich stark. Aber es passt so ein bisschen zu den Helden, vor allen Dingen hier die X-Bogen gehen erstmal nicht weiter, das lass ruhig mal so. Bis deine Helden so auf 15, 17, 18 sind. Queen geht schon mal auf 12. Wunderbar. Ich vermute, das werden 5er Schritte werden. Lager sind ausgebaut, 220 Truppen. Die Defense hier geht Stück für Stück hoch. Sehen das hier an den Bogenschützentürmen und ich glaube, er ist noch nicht so lange Rathaus 9 hier hat jetzt natürlich schon viele Mauern gemacht, weil irgendwann, wenn du alle Bobs beschäftigt hast, dann hast du natürlich viel Gold und Elex über und kannst so ein bisschen die Mauer machen, die Elex-Lager sogar außen hier. Also er braucht es im Moment nicht. Forschungsmäßig, jetzt gucke ich mal, wo ist das Labor? Toto sucht immer das Labor und findet es nicht. Ah, hier ist es mitten in der Base. Da läuft auf jeden Fall was. Lass mich tippen, was da läuft. Ich hoffe, es ist der Golem. Denn den hast du versäumt, auf Rathaus Level 8 auf 2 zu bringen. Und den solltest du in jedem Fall leveln hier. Denn auf 1, 2 und 3 hat er jetzt mehr Trefferpunkte bekommen und ist dementsprechend schon etwas höher. Aber ich glaube, er ist hier halt, da ist er nochmal. Er ist zufrieden hier. Okay, 3 Defenses gewonnen. Das ist jetzt noch nicht so super viel. Woran kann das liegen? Ja, vielleicht sind es Drops. Die Saison ist ja noch nicht so super alt. So, dann haben wir hier den Morisa. Morisa, nein, Maurice. Ihr wisst, woher das Morisa kommt. Vom Nahenlos 4, aber nicht TM. Und er ist ein Rathaus 10er, 27er King, 32er Queen. Okay. Zauber und Truppen sehen so für mich auf den ersten Blick ganz gut aus. Dir fehlen aber noch die Tunnler. Hast du keinen Bock auf die Tunnler? Ich finde die gut und er klopft jetzt schon auf 11 hoch. Grenzwertig. Weil gerade die Truppenlevel-Geschichten hier, die noch bei dir offen sind, das wirst du irgendwo nicht nachholen. Hawk Rider gehen noch so ein bisschen. Der Drachen geht noch ein Level hoch. Der Päcker noch 3 Level hoch. Also ich würde es nicht machen, jetzt schon auf 11 zu gehen. Viele sagen sich natürlich, naja gut, 10 kann ich ja jetzt überspringen. Die Infernos sind ja jetzt nicht mehr besonders. Sie sind ja jetzt eine normale Def, also kann ich gleich auf 11 hochgehen. Und dann habe ich wenigstens den Adler noch als besondere Defense da, denn der grenzt sich ja immerhin noch ab. Ich hätte es nicht getan, muss ich dir leider mal sagen, auch wenn du hier fast maxed out bist, auch von den Mauern her, aber hier die Magiertürme vertragen hier noch ein bisschen 2 Level. Und die Bogenschützentürme gehen hier auch noch ein bisschen höher. Also da hat man viel zu viel nachzuholen, finde ich. Vor allen Dingen jetzt, wo der Elver auch noch das neue Lager gekriegt hat. Auch noch mal 14 Tage drauf. Also das dauert alles extremst lange. Aber wir hauen einfach mal eine kurze Pause hier rein. Ich muss dann auch noch ein bisschen was tun. Was mir aufgefallen ist, ich habe es total verpeilt. Ich habe gedacht, oh, wenn du dein Labor ja abst, dann kannst du ja gar keine Truppen bauen. Stimmt natürlich gar nicht. Habe ich auch total verpeilt. Also so gut kenne ich mich im Nachtdorf auf. Nein, wenn man ja die Kaserne hochklopft, dann hat man hier eine Pause. Und ich mache hier im Moment keine Pause. Ich möchte gerne mal wieder oberhalb der 3000 Pokis reinkommen. Und da muss ich jetzt erstmal schauen, wie gehe ich denn so eine Base am besten an. Ich gehe eigentlich immer ganz gerne entgegen dieser komischen neuen Kanone hier rein und ziehe jetzt mal hier die Kanonen mit rein. Also die Kanonen haben sich, finde ich, die haben sich bewährt. Die haben ja schon oftmals hier den Hintern gerettet. Denn die überleben, gerade wenn ich noch Tanks davor habe, richtig, richtig lange. Manchmal. Nicht immer, aber immer öfter. Und von daher, jetzt schießt natürlich schon die starke Kanone, die habe ich ja immerhin jetzt auch schon mal draußen. Also so ein bisschen geht's bei mir auch voran mit meinem Dorf. Jetzt gucken wir mal, wie weit die Truppen noch kommen. 36, das ist ein bisschen mau hier. Die hätte ich vielleicht doch ein bisschen anders machen können, denn es sind ja jetzt irgendwie so alle Truppen hier drin. Meine verlorene Hexe da noch mittendrin. Okay, 41%. Da kannst du hier natürlich nichts mit reißen. Das war jetzt ein bisschen mau. Aber ist nicht so schlimm. Der Gegner ist noch dabei am Attacken. Und ich denke mal 41% als so einer hier, der DW12, wird mich sicherlich schon weit über 41% haben. Gucken wir mal rein, ob er es besser macht als ich. 48%, ja, viel, viel besser macht das auch nicht, aber immerhin macht er etwas. So, welche Tech habe ich denn jetzt eigentlich bei mir hier drin? Es ist die vom Mo 78 vom Clan, alles easy, er ist dort Co-Leader und er ist auch ein
Streambesucher bei mir immer. Finde ich sehr, sehr nett, dass auch die sich immer mal wieder hier melden und gerne ihre Bases zeigen. Also wir sehen hier schon einen starken Rathaus 11er, der aber so ein bisschen auf meiner Höhe ist, hat er, glaube ich, auch geschrieben gehabt, dass er relativ zeitnah mit mir hochgegangen ist und auch er spielt einen lupenreinen 11er. Also Adler kommt hier raus, hat auch die Infernos hier super auf 3. Ich glaube, er war auch Max Out RH10er. Das sieht man auch an der Base. Und mal sehen, was er hier im Moment... okay, er ist noch dabei, auch die Sachen hier hochzuklopfen, die man erstmal als RH11er dazu bekommt. Die Lager gehen hier jetzt erstmal hoch. Dann ist die bestimmt noch nicht auf 2 gebaut. Nein, die hat noch einen. Dafür braucht man ja auch letztendlich alle 4 Lager auf den Endstatus, damit man sich die 10 Millionen reinfarmen kann, die dieses Ding hier nämlich kostet. Das heißt, streng genommen, wenn man 4 Bauarbeiter zeitgleich starten könnte, die kosten ja auch ein bisschen was, dann ist man in 7 Tagen davon ab, denn 7 Tage läuft ein Lager auf Level 12. Also hat auch bei mir ein bisschen gedauert, bevor ich die dann anstarten konnte, da ich mir auch kein Paket gegönnt habe. Das macht er ja auch nicht und ich denke, er ist zufrieden mit seinem Account. War ich nämlich auch als Max RH10er schön auf 11 gegangen, ganz piano, ganz entspannt und ist auch ein schönes Dorf hier, glaube ich. Mauern gehen auch schon hoch, sind hier hinten schon schwarz. Ob das Dorf hier jetzt, ja, das Deft sogar noch hier oben, selbst im Meister. Aber im Moment, man sieht das hier, ist eher unattraktiv. Okay, das Elex ist hat ein bisschen mehr, aber der Rest hier, ich glaube, er ist zufrieden mit seinem Account. Der Mo vom Clan, alles easy. So, wen habe ich denn jetzt eigentlich noch wieder in meiner Leerzeichen-Zwischenablage? Das ist unglaublich. Es ist der Hunter vom Clan Lord of War. Er ist ältester Clan, Level L, 537 gewonnene Sterne und nette Spenden hier, 7007. Gar nicht mal schlecht. Das ist schon richtig nett gespendet, muss ich sagen. Und aber so als RH9er, da bist du eigentlich schon... Bist du sowieso in so einem Bereich, wo du ja immer eigentlich gut geben kannst. Und er ist ja aber, glaube ich, auch noch nicht ganz so lange Rathaus 9. Also Golem sollte jetzt unbedingt hochgehen, denn gerade jetzt auf den nächsten Level 3 macht er natürlich, hat er noch mal mehr Trefferpunkte bekommen. Und boah, das Dorf ist ordentlich hier. Ich glaube, der kommt auch aus Rathaus Level 8, hat die X-Bogen gebaut. Also er wird ein richtiger 9er, kein 8,5er und ist sicherlich noch nicht so lange Rathaus 9. Hat aber die Queen schon auf 10. Die geht auch relativ zügig auf 10. Also das darf man auch nicht verkennen. Die Queen erstmal zum King-Level angleichen auf 10. Das geht relativ schnell. Und er ist aber hier relativ schnell schon dabei. Denn die hat er schon ausgebaut. Luftabwehren, ja. Wunderbar. Hier geht jetzt die nächste hoch. Die hat er ja dazu bekommen. Also wie gesagt, er ist noch nicht so lange Rathaus-Level 9. Und klopft die Queen hier schon auf 11, also da ist auf jeden Fall von mir ein Daumen nach oben da. Ich denke mal, die Base, ja, die wird auch, oh, ich denke mal, die hält hier oben, weiß ich nicht genau, immerhin 3-mal. Aber ich glaube, du bist mit dem Account zufrieden hier. Ich wäre es auf jeden Fall und mal sehen, ob wir mit dem nächsten Kandidaten hier auch zufrieden sein können. Es ist der, ohne Worte, Sinus LP Gamer. Vom Clan läuft mit so einem Smiley dahinter, cool, nicht schlecht, auch ein Rathaus Level 9er und ähnliches wie wahrscheinlich der Vorgänger, aber er hatte immerhin den Golem schon auf 3, super, Drache auf 4, super, Hog Rider auf Rathaus Level 8 Status und wir sehen ja aber schon einen schönen RH9er, schon relativ stark jetzt wieder mal im Vergleich zu den Helden. Die sollten auf jeden Fall so ein bisschen hochgehen, aber der Rest hier ist ja, also hier ist auf jeden Fall Bewegung in der Base. Da geht die Queen auf jeden Fall schon hoch auf 12, wunderbar. Also Helden machen. Hier deckt alles richtig schön die Luftabwehr noch zusätzlich ab. Die Archer Tower machen das hier, also jede Ecke ist hier gut verteidigt hier in der Base. Dunkle steht in der Mitte inklusive Rathaus, also Save the Dark and Save the Town Hall, wunderbar. 30 Truppen, das sehe ich an der Clanburg, also ich glaube auch, der Sinus Gamer ist mit dem Account hier zufrieden. 227 Sterne, das ist vielleicht ein bisschen mau. Da kann man ruhig mal ein bisschen mehr mitspielen im Clan. Aber je nach Zeit ist das ja auch nicht jeder sein Ding. Und ich finde, das sieht ordentlich aus hier. Kann ich nichts zu nüllen. So, jetzt haben wir Rathaus 8er. Der hat sich hier vorgestellt, als sei er der Garrett. Ist er auch. Nämlich der
Jetzt lacht seine Freundin wieder. Er will Angwart, das ist sein zweiter Account, den gucke ich mir ruhig mal an. Ist nämlich ein Rathaus 8. Und ist ja aber auch schwer am Durchmaxen mit Kobolde unterwegs. Yes, coole Armee hier. Und auch das hier sieht schon mal stark nach RH7 durchgemaxt aus. Noch nicht so lange Rathaus 8. Wir gucken uns mal gerade. Ja, Golem muss er sich noch freischalten. Dreier Drache erstmal freigeschaltet. Sauber. Ja, jetzt hat er ja auch erst den Zauber dazu bekommen. Also ist noch nicht so lange Rathaus 8, denke ich mal. Und der Start ist aber gut gelungen. Eine komische Base hier mit diesem offenen hier. Man weiß ja eigentlich schon, dass hier alle Fallen sind und so weiter. Find ich eher suboptimal, aber hat natürlich die Lager schön innen stehen. Also wird die Base hier, na, wird sie mal deffen? Ja, guck, 11 Mal schon, aber vielleicht waren es auch Drops. Aber schön ist, ja, ich finde, ist ein cooles Dorf hier von dir, Garrett. Hast du gut gemacht hier mit dem zweiten Account. Und nächste Tag hier von Piotr heißt er, glaube ich. Piotr, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, vom Clan Firestar. Auch schön mit den Sternen vorne und hinten, jawohl. Ein Rathaus, oh, ein Rathaus Level 9. Wir haben schon relativ stark, 20er King, 21er Queen, das ist super. Und die Truppen, oh, sehen gut aus, Hexe geht noch. Und so viel mehr geht bei dir auch gar nicht mehr, sehe ich da. Jo. Hexe geht noch, Punkt. Sauber. Und auch ein starkes Dorf hier. Ah, Helden werden hochgeklopft. Ah, wunderbar. Ich denke, auch hier werden viele, viele Spieler echt zufrieden sein mit ihren Accounts, denn wir hatten, glaube ich, heute in der Folge echt starke Spieler. Da war ich, meine, wir hatten diesmal keinen Rusher dabei und auch hier Top-Dorf. Alles richtig gemacht hier. Oh, habe ich gar nicht gesehen. King geht auch hoch hier. Also, Mann, das haben wir aber heute auch häufig gesehen, dass gleich beide hochgehen hier. Und ist auch ein lupenreiner Neuner hier. Ja, das passt. Also hier passt es wirklich. Helden passt zur Base. Base ist maxed out hier. Klasse gemacht. Truppen sind maxed out. Er ist am Pumpen hier. Das heißt also schön am Pushen. Ja, vermutlich um den Dunklen hier immer wieder voll zu kriegen, um einfach seine Helden weiterzumachen. Also richtig krasses Dorf hier. Schön gemacht hier, Piotr. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. So, jetzt habe ich eine Tech reinbekommen, wo jemand keinen YouTube-Account hat und dessen Account ich aber trotzdem mal zeigen möchte. Es ist der Broiler von True Warriors 2. Hat mir sein Freund dann reingereicht und es ist ein Rathaus 9er. Ich kenne ihn natürlich und ja, das sind ja alles Zuschauer von mir. Die halten sich an die Regeln. Die maxen hier immer schön durch und dementsprechend die Dörfer sehen auch gut aus. Nein, ist natürlich nicht so. Aber vielleicht der ein oder andere in diesen langen, vielen Wochen hat sich ja vielleicht das ein oder andere schon mal mit wegschneiden können oder weghören können. So nach dem Motto, ja, was quatscht denn der Tote da immer? Luftabwehren hoch? Nee, die lasse ich auf 1. Ihr werdet sehen, das bringt euch nichts und ist aber ein schönes Dorf. Hier ist auch schwer am Pumpen. Und auch hier, Donnerwetter. Heute habe ich echt Glück. Beide Helden sind im Ausbau. Super, dass du das so machst hier, Roller. Aber hier geht natürlich noch viel, viel mehr in der Base. Die Def hat da echt erstmal ein bisschen vernachlässigt. Hat echt die Helden hochgeklopft. Die sind erst auf 2. Hier sehe ich noch ganz, ganz viel auf Rathaus 8 Niveau. Ja, das ist nicht schlecht. Und das merkt man auch im Ranking bei uns im Clankrieg. Da ist er nämlich immer gut dabei. Und hier, ihr seht das auch, Clan True Warriors 2 ist ja nur am Gewinnen. Das heißt, die Clanburg hier ist sowieso dauervoll. Also die hast du gerade so leer gemacht, dann haben die Kollegen das schon wieder voll gemacht. Und super Account hier. Freut mich in jedem Fall, dass ich den Broiler hier mit in der Folge hatte. Und wir haben hier noch einen Tag vom Zulu Nation, heißt er. Zulu Nation vom Clan Team Rocket. Er war ein Max Rathaus 11. Jetzt hat er wieder ein paar Heldenlevel zu machen. Ihr seht das hier, alles fertig. 10 Heldenlevel offen und natürlich die Lage auch noch offen. Wir gucken mal rein, wie er das Ganze hier gestaltet. Jawohl, hier sehe ich schon den Draht. Oder man sieht das ja hier an den Lagern, wenn hier so ein Gespann rum ist und auch der Bauarbeiter, man sieht ihn nur manchmal. Im Moment ist hier ziemlich viel Getummel, nämlich von den Yes, Kobolden, wunderbar, beste Farm Army ever und ist ein schönes Dorf, ist keine Frage, ist maxed out. Er farmt hier sicherlich jetzt die Bobs für die Helden und auch für die Lager. Hier geht das zweite hoch, mal sehen. Dritte geht noch nicht hoch, hat er vielleicht schon Held am Start. King ist da, nee, Queen ist da, ja, der King geht schon hoch. Daumen nach oben, also auch hier geht's voran, richtig starkes Dorf hier. Und
Mal sehen, ob ich auch wieder so stark bin. Vielen Dank, Zulu Nation, für dein Dorf, das wir zeigen konnten. Ich kann die Finger nicht wirklich davon lassen. Klar haben wir den verloren. Und ich habe gleich aber noch ein paar Texte, damit ich euch keinen Mist erzähle. Habe ich noch ein paar Texte. Ich denke mal, das Dorf machen wir mal tatsächlich ganz anders. Ich muss mal gerade schauen. Brauche ich eigentlich die Riesen? Ah, ich brauche sie. Ah, doch, man kann sie immer ganz, ganz gut gebrauchen. Und ich würde sagen, oh, das sind ein bisschen zu viele Riesen hier. Da brauche ich nur 3 Stück, glaube ich. So ein bisschen hier, um erstmal ein bisschen Tumult hier zu schaffen. So, dann geht der hier mal mit rein. Und dann haben wir hier mal so ein paar von den Bombern so ganz leicht hinterher erstmal nur. Mal sehen, denn die müssen jetzt ein bisschen tiefer mit reingehen, die Bomber, sonst wird das hier nichts zur Kampfmaschine. Aber die ersten klopfen sich hier schon mal hier unten durch. Jetzt muss ich natürlich, oh, entschuldigt bitte das Rot. Das ist dann natürlich immer das Zeichen, dass ich wie irre klicke, damit ich auf jeden Fall den King nicht verpasse, beziehungsweise die Kampfmaschine. So, jetzt müssen wir aber eigentlich schon am Town Hall sein, hier an der Builderbase. Ja, oh, wir haben sogar noch einen Zerschmetterer gekriegt. Gut, das ist nicht schlecht. Den zweiten kriegen wir natürlich nicht, aber kriegen wir noch den Brutzler. Ne, den Brutzler kriegen wir auch nicht, aber ihr seht das hier, das geht auch ganz gut an der Maus geklickt. Und mittlerweile komme ich ja so ein bisschen mit jeder, ja, kleinen erdenklichen Farmkombination oder Angriffskombi hier eigentlich zurecht. Die ich noch gar nicht genutzt habe, sind die Schleichschützen. Manchmal machen die Schleichschützen mein Dorf mit 2 Sterne. Das ärgert mich unheimlich. Denn ich finde das immer ganz lame. Die nehmen auch gar keine Helden mit. Mal sehen, ob wir mit 71%, jawohl, ist das auf jeden Fall mal gelungen. Wunderbar. Ein paar Pokis, ja. Es ist noch ein weiter Weg nach 3000. Aber ich wollte jetzt mal am Ende die Techs mit reinnehmen, die abgefarmt sind. Mal sehen. Vielleicht ist ja der ein oder andere jetzt doch nicht abgefarmt. Abgefarmt waren heute der. Deswegen dehnt sich die Folge jetzt auch ein bisschen. Abgefahren waren heute der Jonasinho 020210. Nein, er hat sich wieder aufgestellt. Wunderbar, kriegen wir noch mit rein. Das ist ja super. Krass, sehr schön. Also, cooles Dorf hier vom Clan, auch vom Clan Ehrensache, okay. Und ich mag das Design dieses Dorfs eigentlich gar nicht, aber es ist ein Full Maxed RH9er, also kann man die Lage ruhig an den Rand stellen hier. Und dementsprechend, glaube ich, ist er ganz zufrieden mit dem Account. In Kristall 2 hat man auch schon mal ein bisschen gedefft. Truppen sehen ganz gut aus. Hexe kann jetzt noch gehen. Der Rest ist durch hier. Und die Zauber noch, also Heilzauber geht auf jeden Fall noch ein hoch. Und auch der Erdbebenzauber geht ein hoch, aber den Rest hat er hier fertig. Und sieht, glaube ich, ganz gut aus. Also haben wir ja doch noch mit drin. Mal sehen, ob ich nicht noch mehr Glück mit dem einen oder anderen habe. Und denn manchmal denkt man ja, der Tote, er erzählt hier auch einen Berg. Nein, erzählt er nicht. Abgefarmt. So. Und ich mach mal kurz einen Cut und gucke mir noch den einen oder anderen an. Nein, ich habe keinen anderen mehr. Hier sei zu erwähnen, Turok, deine ID war leider nicht richtig. VineTV, deine ID war leider auch nicht richtig. Sonst habe ich keinen abgefarmt hier mehr. Ich hoffe, die Dorfversuchsfolge 22 hat euch gefallen. Ich wünsche euch, falls wir uns nicht mehr sehen am Samstag im Stream, natürlich ein frohes Fest. Und ich muss mal sehen, ob nächsten Sonntag überhaupt eine Dorfversuchsfolge kommt. Denn ich habe ja gesagt, ich werde nicht jeden Tag jetzt eine Folge bringen, gerade über die Weihnachtsfeiertage. Da muss ich mal gucken, wie ich das sammle. Aber ich hoffe, ihr habt euch gesehen. Ihr seid zufrieden mit meinen kleinen Bewertungen. Ich habe wieder viel mit drin. Die Folge ist wieder ultra lang geworden. Macht aber nichts. Mache ich gerne. Und bis dahin, euer Toto. Flasht.